Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Mario Kart 8. Heute mal ein etwas anderer Mario Kart 8 Part. Denn ich habe mir mal gedacht, was könnte man denn mal wieder so machen? Immer nur online ist ja langweilig und deshalb gehen wir heute nochmal in den Einzelspielermodus. Und hier haben wir uns ja bereits die ganzen Strecke mal angeschaut, aber wir haben hier noch einen schönen anderen Modus, nämlich den Zeitfahrmodus. Und genau diesen möchte ich euch heute mal ein wenig zeigen. Und dabei möchte ich ein kleines Anfänger-Tutorial machen für diese ganzen Strecken. Und ja, da möchte ich euch einfach mal so die ganzen Strecken zeigen, wie man sie denn so am besten fahren kann. Und ja, das fängt schon an mit der Charakterauswahl. Wir haben hier ganz viele putzige kleine Charaktere. 6 Stück pro Slot. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insgesamt also 36 Fahrer, die zur Auswahl stehen. Und da fragt man sich vielleicht dann schon, wer ist nun der beste Charakter, den man wählen kann. Also wenn man jetzt wirklich rein auf Geschwindigkeit aus ist, dann sind die Schwergewichte eben am besten. Darunter würden zum Beispiel Rosalina, die meisten Koopalinge, also na gut, Bowser, Donkey Kong, Wario, Waluigi, die paar Koopalinge, zumindest ein paar, Ludwig, Wendy, Larry, Lemmy, die zählen nicht dazu. Und so guter Letzt noch Knochenbowser. Ich glaube, gehört Link auch dazu? Das weiß ich gar nicht. Und von den schnellsten Charakteren gehören folgende. Bowser, Wario, Morten, ein schwerer Mi. Also das hängt halt von der Größe ab von eurem Mi. Und Knochenbowser. Diese Charaktere sind die von den Stats her schnellsten Charaktere, die man auswählen kann. Und deshalb, ja, nimmt man die, wenn man zum Beispiel jetzt ein Zeitfahren ist, eben einen von denen. Ich wähle jetzt einfach mal Morten, weil das ist so mein Standardcharakter im Zeitfahren. Dann fragt man sich natürlich, welchen Charakter sollte ich jetzt nehmen? Also welche Fahrzeugkombination sollte ich nehmen? Zum Zeitfahren, da könnt ihr euch hier, indem ihr einmal den Plus-Knopf drückt, eine kleine Kombination aussuchen. Beispielsweise ist der Blue Falcon ein bisschen schneller als der Tanuki Buggy. Insgesamt müsst ihr wissen, sind die Karts etwas schneller und besser als die Bikes. Also was Nintendo anfangs gesagt hatte, die Bikes und Karts sind ausgeglichen. Stimmt leider nicht. In Mario Kart Wii war es noch so, da waren die Bikes OP. Hier in Mario Kart 8 sind die Karts nun OP. Weil die Karts einfach den Vorteil haben, man kann Firehopping machen. Das geht mit Bikes nicht. Und Karts haben ein höheres Tempo als die Karts, als die Bikes. Das müsst ihr dann eben auch noch beachten. Und ja, das hier ist eigentlich so meine Standardkombi für die meisten Strecken. Blue Falcon, Slicks und Goldgleiter. Beim Gleiter ist es eigentlich in der Regel egal, welchen ihr nimmt. Die geben sich nicht allzu viel. Bei den Reifen müsst ihr jetzt darauf achten, was für eine Strecke ihr habt. Also wenn ihr nochmal mehr Handling braucht, dann könnt ihr beispielsweise eher zu den Retro-Reifen greifen. Ansonsten sind die Slick-Reifen eigentlich immer so die optimalsten Reifen. Und bei den Karts gibt es ja auch einiges. Beispielsweise ist der Bolide etwas besser von der Geschwindigkeit als jetzt zum Beispiel der Fichtenblock, Bock, whatever. Der und Blue Falcon werden aber momentan am meisten genutzt, weil die nochmal so kleine versteckte Bonis haben. Und ja, die Bikes, wie ihr sehen könnt, die sind zwar nicht schlecht und es macht auch schon mal ein bisschen Spaß damit zu fahren. Aber
Ja, ich muss leider sagen, sie sind langsamer als die Karts. Ihr seht, das hier ist das schnellste, also eines der schnellsten Bikes, die es gibt. Und ihr habt es ja eben gesehen, der Balken hier bei Tempo war ausgefüllt. Also fast ausgefüllt bei dem Kart. Und hier nicht. Okay, das ist jetzt mal so dazu. Wenn ihr die genauen besten Kombinationen wissen wollt für die jeweilige Strecke, dann schaut am besten mal euch den Weltrekord an. Ich werde jetzt mal mit dieser Kombination hier anfangen. Und werden wir mal auf ein Mario Kart Stadion gehen. Da könnt ihr euch dann heute euren eigenen Geist anzeigen lassen. Meiner ist zum Beispiel hier mit einer 1:39.191. Jo, ganz okay. Ich habe jetzt nicht allzu viel Zeit hier drauf verbracht. Würde ich es wirklich drauf ernst machen, würde ich sicherlich auch die 1:38.137 vielleicht sogar erreichen. Aber ja, das gibt mir jetzt nicht mehr allzu viel. Gerade auf dieser Strecke, die juckt mich eigentlich nicht so sehr. Und ja, ich bin halt 20 Sekunden mal schneller als der Nintendo-Geist. Und wenn ihr hier auf mehr Geister klickt, seht ihr, dass es hier schon einen Cheater gibt, einen USB-Axel. Okay, ja, das sind natürlich utopische Zeiten, die sowieso keiner bekommt. John Cena ist ein Glitcher. Aha, okay, wusste ich's doch. Ja, auf diese solltet ihr da nicht so viel Acht geben und hier wird sogar der aktuelle Weltrekord gar nicht mehr angezeigt. Das ist schade. Ich werde mal in der Beschreibung, wenn ich dann denke, einen Link posten, wo ihr euch die ganzen Weltrekorde versammelt anzeigen lassen könnt und euch auch das Video dazu angucken könnt auf YouTube. Da gibt es eine schöne Seite, MK8 Records. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch ja schon. Und ja, da werden eben die Nicht-Glitch-Zeiten, also Cheat-Zeiten, das hier sind ja keine Glitches, sondern wirklich Cheats, die könnt ihr euch dort anschauen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal mit einem Solo-Rennen an. Also einem ganz normalen Rennen, ohne irgendwelche NPCs, also ohne den irgendeinen Geist. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr im Zeitfahren seid und eure Zeit verbessern wollt. Könnt ihr natürlich gegen einen Geist anfahren. So, der ganz normale Blitzstart. Und dann geht es auch schon los mit ein paar Münzen einsammeln natürlich. Immer ganz wichtig, hier ist der SC. Und ja, falls das ein bisschen zu schnell ist, ich werde da gleich nochmal anfangen in der nächsten Runde. Weil, ja, das ist ja jetzt gerade nicht so wichtig. Ich zeige euch einfach nur mal in der ersten Runde, wie man es in etwa machen kann. Und in der nächsten Runde werde ich dann mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Hier müsst ihr einen Soft Drift machen. Das geht in folgendermaßen. Dafür fahre ich noch ein bisschen zurück. Ja, Lakitu, ich weiß. So, okay. Ihr fahrt hier also ein bisschen entlang, slidet hier ein bisschen herum und drückt dann in den Drift und haltet den Drift-Button, also euer Joystick, so zwischen oben und links bzw. rechts, also so in der 45 Grad Winkel. Denn dann bekommt ihr einen schnelleren Drift. Dann firehoppt ihr hier halt ein bisschen herum. Dazu kann ich eigentlich auch gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Das ganze Sliding und so weiter, was ich hier mache, nennt sich Powerhopping. Ne, Power Sliding. Das macht man hier zum Beispiel. Und beziehungsweise Firehopping. Das eben mal zu den Grundlagen. Ja, das war schlecht. Firehopping verlängert den Turbo, den ihr bekommt, nach einem doppelten Turbo oder einem Pilz. Um ein ganz kleines bisschen. Dazu müsst ihr eigentlich immer nur nach einem Turbo
immer links und rechts ein bisschen herumspringen, ist ja klar. Und bei solchen Schrägen dürft ihr das nicht machen. Denn das würde euch nur verlangsamen. Und das wollt ihr jetzt natürlich nicht. Und deshalb müsst ihr da halt ein bisschen drauf achten, auf solchen Schrägen. Kein Firehopping, sondern, ja, das versuche ich gleich nochmal zu zeigen. Ich starte einfach nochmal neu. Oh, ich sehe mich gerade selber im Fernsehen. Hallo! Ich bin im Fernsehen! Oder so ähnlich. Ja, die Münzen sind mir jetzt gerade mal egal. Ich zeige jetzt einfach mal ohne die ganzen Pilze und all hier. Wie ihr sehen könnt, ich würde euch raten, nicht mehr als insgesamt 4 bis 5 Slides zu machen. Und hier, wie ihr sehen könnt, ich slide ein bisschen, also so ganz knapp bevor man den Turbo bekommt, also hier so. Ihr springt nur ein kleines bisschen und ja, fast so, als ob ihr einen Mini-Turbo bekommen wollt, also in den Drift gehen wollt. Dazu müsst ihr halt ganz einfach nur mal ganz kurz den Sprungknopf drücken, also R, und dabei eben immer nach links und rechts springen. Und dann bekommt ihr diesen Turbo. Also, ja, nicht Turbo, sondern einfach den Power Slide. Und das bringt auch ein ganz kleines bisschen was. Es ist ähnlich wie der, wie das Firehopping. Nur eben ohne Turbo. Weil, ja, die Strecke verlangsamt einen so ganz kleines bisschen. Und durch dieses Sliden könnt ihr dem entgegenwirken. Das jetzt nur dazu. Ich würde jetzt sagen, ja, fangen wir einfach mal ein ganz normales Rennen an. Jetzt mal ohne irgendwas drumherum. Ich fahre jetzt einfach mal ganz normal die Strecke. Wenn ich jetzt nicht gut fahre, entschuldigt es mir. Ich lege hier jetzt nicht gerade Wert drauf, meine Zeit zu verbessern. Von daher, ja, hier solltet ihr am besten auch schon eine Münze mitnehmen. Am sinnvollsten ist es natürlich, hier die ganzen Münzen schon mitzunehmen. Das ist ganz gut. Hier die Kurven eng zu nehmen. Hier am besten so viele Münzen wie möglich mitnehmen. Schade. Man hätte hier schon ein paar Münzen mehr mitnehmen können. Hier hättet ihr jetzt den doppelten Turbo mitnehmen sollen. Das wäre dann auch schon ganz sinnvoll. Okay, was mache ich hier? Wenn es hier mal nicht gelingen sollte, dass ihr hier, ja, genau. Dass ihr hier verkackt, dann startet ihr einfach nochmal neu. Genau. So, also nochmal. Wenn ihr die Kurven, schlecht nehmt, dann tut notfalls mal ein wenig bremsen. Das kann nicht schaden, wenn ihr ab und zu mal bremst. Denn ja, durch das Bremsen könnt ihr ein wenig besser die Kurven nehmen. Also ihr nehmt sie etwas enger. Und das ist dann eben auch schon mal von Vorteil, weil es kann auch Zeitersparnis bringen, wenn ihr mal den Bremsknopf drückt. Dazu müsst ihr halt einfach den B-Knopf drücken. Also ich rede jetzt vom Gamepad nebenbei. Und ja, so könnt ihr das Ganze halt ein wenig besser nehmen, die ganzen Kurven. Und ich fahre hier jetzt eigentlich wie eine besenkte Sau. Das ist eigentlich eine extrem schlechte Zeit. Ja gut, egal. Schauen wir uns einfach mal meinen eigenen Geist an. Da seht ihr es, wie ich es gemacht habe und wie man es vielleicht halbwegs gut fahren kann. Wenn ihr es besser sehen wollt,
Schaut euch einfach den Weltrekord an. Kann ich hier jetzt leider nicht zeigen, weil ja, die ganzen Cheater hier verderben ein kleines bisschen den Spaß, aber naja gut, was soll man machen? So, dann zeige ich jetzt eben mal meine Zeit. Sollte ein bisschen besser aussehen als eben das, was ich hier geleistet habe, weil das war ja grottig. Ja, hier, wie ihr sehen könnt, einfach schön die Kurven nehmen. Hier habe ich schon die Münze verpasst, gut. Das hätte man nochmal besser machen können. Was ich vielleicht noch erwähnen könnte, wäre, man kann noch das Ganze besser machen mit einer anderen Steuerungskombination. Und zwar das D-Pad von der Wii-Fernbedienung, also vom Wii-Mode. Davon wäre das D-Pad, also das Steuerkreuz, das hat so einen kleinen Vorteil gegenüber den Analogstick von eigentlich jedem anderen Controller. Es ist genau das gleiche in etwa wie die Bewegungssteuerung von der Wii-Fernbedienung. Ich glaube, das funktioniert wirklich nur bei der Wii-Fernbedienung, warum auch immer. Aber egal. Und zwar, ja, da habe ich jetzt den Turbo vergessen, genau. Also da, ihr seht, man hätte hier schon mehr rausholen können. Ich habe ja auch eine Münze zu wenig. Also wenn ich 10 Münzen hätte, hier noch den Turbo bekommen hätte, ich hätte die ganze, ja, ich hätte wahrscheinlich sogar eine 1,38 schaffen können. Und das ist schade, weil die Zeit hätte ich dann schon noch ganz gerne bekommen. Egal. Ja, durch diese beiden Steuerungen könnt ihr auch noch ein kleines bisschen was an Zeitersparnis bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Ich glaube, die, ja, im Englischen Traction. Ich glaube, das ist die Haftung. Soll dadurch ein bisschen besser sein und ihr verliert weniger Geschwindigkeit beim Driften beispielsweise. Weil beim Driften da verliert man ein bisschen was an Geschwindigkeit und das ist dann eher suboptimal. Von daher, ja, sind diese beiden Steuerungen gegenüber dem Analogstick ein kleines bisschen im Voraus. Also ihr habt da einen kleinen Vorteil. Aber, naja, gut. Mir ist es inzwischen egal. Ich bin nicht mehr so auf Zeitfahren versiert. Von daher werdet ihr hier wahrscheinlich auch eher Online-Rennen sehen. Aber, falls euch dieses, ja, dieses Video hier ein bisschen gefällt, also die Idee, dass ich euch ein bisschen was zu den Strecken zeige, dann könnt ihr das gerne mal sagen. Dann mache ich das auch weiterhin weiter. Ist ja klar. Und ansonsten war es das erstmal für diesen Part. Ist auch nun ja, fast 20 Minuten, wow. Lang genug. Das soll jetzt erstmal so als erstes Einstieg ins Zeitfahren gewesen sein. Im nächsten Mal würde dann der Wasserpark drankommen. Eventuell werde ich auch ab sofort 2 Strecken pro Part machen. Und ja, das werden wir dann mal sehen. Von daher, das war es dann erstmal mit diesem Part. Wenn euch gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da. Schreibt mir da auch eure Meinung zu dieser Idee, wollt ihr das weiterhin sehen und wollt ihr vielleicht, dass ich erst immer in der Reihenfolge mache oder wollt ihr dann vielleicht als nächstes irgendeine andere Strecke sehen, zum Beispiel, was weiß ich, Grusel-Wusel-Villa. Nebenbei, bei manchen Strecken bin ich überhaupt nicht gut, da kann ich euch nicht so viel erzählen. Zumindest in der Praxis, in der Theorie könnte ich das euch erzählen. Aber ja, da müsste ich mich selber nochmal ein bisschen reinfinden und ein bisschen üben. Weil gerade auf Todeshafenstadt bin ich nicht so gut, beispielsweise. Aber gut, das werden wir dann alles sehen. Von daher, hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, bis dahin, ciao, ciao, Leute.